Sonniger Tag heute hier, mitten in Hannover, der 22.03.2011, Tag des Wassers. Und Heinrich Bloch, also das bin ich, hat sich es nicht nehmen lassen, denn heute ist hier im Stadionbad die Stadtentwässerung Hannover und weist darauf hin, dass ein Drittel der Weltbevölkerung keine Toiletten hat. Und sie weist auch darauf hin, was ins Klo gehört und was nicht. Und wir gehen jetzt mal rein und schauen uns das mal an. Neben mir habe ich zwei junge Damen, die aufklären, die sich selber mal vorstellen. Julia Geißler ist mein Name. Und ich bin Aline Hofer. Und ihr seid heute hier, um aufzuklären, was genau? Ganz genau. Wir wollen Aufmerksamkeit erregen für das teure, wichtige Gut Wasser, das immer noch viel zu häufig verschmutzt wird, womit rumgeaast wird. Wir wollen die Leute darauf aufmerksam machen, dass nicht mehr aller Müll im Klo landet. Einfach ein bisschen sensibel machen für Themen, die mit Wasser zu tun haben. Denn es ist wichtig, das braucht jeder. Und in der Stadtentwässerung Hannover wird das ja geklärt, das Wasser. Und es gibt ja auch verschiedene Broschüren. Was gibt es da genau und wo bekommt man die denn und was steht darin drin? Also Broschüren erhält man grundsätzlich bei der Stadtentwässerung Hannover. Da kann man einfach anfragen. Wir haben auch ganz viele Sachen für Kinder speziell. Und da muss man anrufen. Wir schicken dann, genau, wir haben hier die verschiedensten Broschüren für Erwachsene und Kinder. Genau, da haben wir einmal das Tatort Klo gerade gesehen schon. Das ist eine Broschüre, die aufklärt, was nicht ins Klo gehört, nicht, glaube ich, und wozu das Klo da ist. Dann Tatort Gulli, das beschreibt, wofür der Gulli ist, wie er funktioniert. Wofür er nicht ist, das ist ganz wichtig. Und dann haben wir, oh, das kenne ich noch gar nicht, 10-mal klar, was ist das? Einfache Tipps, wie jeder das Grundwasser schützen kann. Was weiß ich, benutzt den Mülleimer und eben nicht den Gulli als Entsorgungsmöglichkeit für Schmutzwasser nach dem Autowaschen oder so. Männer tun das ja besonders gerne. Viele nützliche Tipps und Tricks, wie ganz einfach die Gewässer sauber gehalten werden können. Ja, aber nicht nur Männer, das wollte ich noch mal ganz kurz dazu sagen, sondern auch Frauen, nicht? Also wir leben ja im Gleichalter der Emanzipation. Auch die Frauen haben jetzt gelernt, das Auto zu waschen. Und dazu gibt es Waschanlagen, Autowaschanlagen. Und das soll man nicht zu Hause machen. Das ist ganz wichtig. Musik.